Wo werde ich überall eingesetzt? Im Rahmen der Ausbildung wird man in verschiedene Bereiche eingesetzt. Es ist einmal der akut stationäre Bereich, das ist klassischerweise das Krankenhaus. Hier durchläuft man mehrere Fachabteilungen, wie zum Beispiel Chirurgie, innere Abteilung, Orthopädie, Urologie, Gynäkologie, alle Fachbereiche, die ein Krankenhaus vorhält. Daneben muss man in den Bereich der ambulanten Pflege. Dort muss man 400 Stunden eingesetzt sein. Da haben wir Verträge mit Kooperationspartnern. Das heißt, wir schicken unsere Auszubildenden im ganzen Raum Dortmund und Kamen in ambulante Pflegedienste, wo sie dann mit den Mitarbeitern des Pflegedienstes zu den Patienten, zu den Klienten nach Hause fahren. Und man muss in eine langzeitstationäre Einrichtung, das heißt in ein Seniorenheim, in ein Pflegeheim oder in ein Altenheim, und auch dort muss man mehrere Wochen lang eingesetzt sein, um diesen Bereich kennenzulernen. Weiterhin setzen wir unsere Auszubildenden in der Kinderklinik ein, nur noch für einen kleinen Zeitraum, aber auch in dem Bereich sollen die Auszubildenden reinschnuppern und, wenn die Möglichkeit besteht, auch noch in den Hospizbereich oder sogar in Behindertenwerkstätten. Und ein Pflichteinsatz im dritten Ausbildungsjahr ist weiterhin für alle Auszubildenden ein Einsatz in der Psychiatrie. Wobei wir im Klinikum Westfalen in der glücklichen Lage sind, mit dem Standort in Dortmund-Lütgendortmund eine große eigene Psychiatrie zu haben und die Auszubildenden dann auch dort einsetzen können. Was darf man während der Ausbildung alles machen? Also, wenn man die Ausbildung anfängt, dann wird man natürlich erstmal mitgenommen. Man wird so ein bisschen in den Alltag der Pflege geführt. Man lernt den Stationsalltag kennen. Man lernt die Basics. Man wird langsam herangeführt, sodass man wirklich so Stückchen für Stückchen immer mehr Aufgaben übernehmen kann. Ja, was dann ganz einfach anfängt bei dem Frühstück verteilen, beim Unterstützen der Körperpflege. Dann fängt man irgendwann auch an, so ein bisschen spezifischer in die Behandlungspflege zu gehen. Dann darf man vielleicht auch mal eine Blutzuckermessung machen, und so baut sich das dann einfach im Verlauf der Ausbildung alles so ein bisschen aufeinander auf. Hat man auch verantwortungsvolle Aufgaben? Also, wenn ihr euch für die Ausbildung entscheidet, dann muss euch schon bewusst sein, dass von Tag 1 an auf jeden Fall auch Verantwortung bei euch liegt. Ihr arbeitet hier mit Patienten, die teils schwer krank sind und die natürlich von Tag 1 auch an unterstützt, bei denen ihr mit in die Pflege geht. Euch werden auch irgendwann im Verlauf der Ausbildung natürlich auch Aufgaben delegiert von den examinierten Pflegekräften. Und natürlich liegt die Verantwortung im weitesten Sinne bei den examinierten Pflegekräften. Allerdings müsst ihr euch bewusst sein, dass die Tätigkeiten, die ihr auch im Alltag übernehmt, in eurer Verantwortung liegen. Und um euch einfach mal so ein Beispiel dazu geben zu können, stellt euch eine Situation im Alltag vor. Ihr bringt morgens das Frühstück beim Patienten rein und kommt ins Zimmer und seht, der Patient liegt im Bett, ihm geht's nicht gut. Naja, dann könnt ihr halt nicht das Frühstück ins Zimmer stellen und wieder rausgehen und hoffen, dass dann irgendwie alles gut wird, sondern da fängt eure Verantwortung an. Da müsst ihr reagieren, da müsst ihr handeln können. In so einer Situation könnt ihr dann natürlich nicht einfach das Frühstück hinstellen und wieder rausgehen und hoffen, dass die Situation schon irgendwie wird. Gerade da fängt die Verantwortung dann an, ne? Also wie hole ich Hilfe, wem sage ich Bescheid, wie reagiere ich auf so eine Notfallsituation? Und das muss euch einfach bewusst werden, dass ihr euch auf so etwas einlassen müsst.